Im Hallig-Kreuzviertel tut sich einiges. Wir waren im neuen Wohnquartier und haben gecheckt, was hier aktuell so passiert. Angefangen mit dem Straßenendausbau. Am Eingang des Wohnquartiers in der Annemarie-Renger-Straße wird in den nächsten Monaten die Straße ausgebaut. Dafür wurde in einem ersten Schritt die alte Asphaltfläche abgefräst. Der Fräsevorgang hat den Vorteil, dass Schotterbeimengungen reduziert werden und das entstandene Abfallprodukt zur Herstellung neuer Asphaltprodukte verwendet werden kann. Ein bisschen weiter südlich finden Vorbereitungen für die späteren Pflasterarbeiten statt. Zum Beispiel muss der Boden hier erstmal auf eine gemeinsame Ebene gebracht werden. Wir werfen einen Blick nach links zum Baufeld 8. Hier ist in den letzten Monaten ein Gebäude mit 95 Wohnungen entstanden. Das Besondere, in den nächsten Wochen ziehen hier einige Mitarbeitende unserer Unternehmensgruppe ein. Bis zum möglichen Einzug ab dem 1. Juli sind dann noch letzte finale Begrünungsaktionen geplant. Ein paar Meter weiter wird ebenfalls fleißig an Wohnraum gearbeitet. Die Fertigstellungen sind hier für Frühjahr und Herbst 2024 geplant. Insgesamt hat sich im Hallig-Kreuzviertel in den letzten Jahren so einiges getan. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und halten euch weiterhin auf dem Laufenden.